So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Bürger. Unser Antrag geht es wieder um den Namen schon zu sagen, darum, die Tiere der Weidetierhalter zu schützen. Das gesündeste Fleisch und Milch werden von diesen Tierhaltern produziert. Neben dem Wolf macht auch der Kolkrabe unseren Tierhaltern zu schaffen. Der Kolkrabe war bei den Germanen ein heiliger Vogel. Wenn Wotan ausritt, saß ein Kolkrabe auf seinen Schultern und flog dann voraus, um zu berichten. Im Mittelalter wurde er dann vom Waisenvogel zum Unglücksbringer herabgewürdigt. Bis 1950 war der Kolkrabe stark dezimiert. Durch strenge Schutzmaßnahmen konnten sich die Vögel bis heute wieder über ganz Europa ausbreiten. Aktuell schwanken die Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern zwischen 2700 und 4000 Brutpaaren mit steigender Tendenz. Der Kolkrabe beobachtet genau, wo es ihm einen Vorteil beschert, um erfolgreich an Nahrung zu gelangen. Er ist ein Allesfresser, angefangen von Würmern, Junghasen, Rehkitze, Jungvögel, Eier und Aas. Er wird auch der Geier des Nordens genannt. Durch die starke Zunahme der Population, was letztlich auch die Nahrungssuche erschwert, hat der Rabe eine weitere Nahrungsquelle entdeckt. Aufsehen erregte der Fall in Großrahn bei Sternberg. Dort wird von einer Kolkrabenkolonie berichtet, die sich auf die Jagd nach neugeborenen Lämmern spezialisiert hat. Die Vögel haben gelernt, dass die Lämmer leichte Beute sind. Die Vögel sitzen in nahegelegenen Bäumen und warten auf das Ablammen. Wenn die Muttertiere von der Geburt noch stark geschwächt sind, stürzen sich die Kolkraben auf die Lämmer und verletzen diese durch Aushacken der Weichteile so schwer, dass diese daraufhin verenden. Über das Aas machen sich die Kolkraben dann her. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir weitere Schäden von Kolkraben zu beklagen. Der Rügener Schäfer Reinhard Martin gab seine Schadensbilanz bekannt. Mehr als 60 Lämmer. Das Biogut Waldonaer Lage meldete 100 Lämmer und 20 Mutterschafe als Opfer. Dem Landesverbauernverband sind Fälle bekannt, bei denen Kälber kurz nach der Geburt die Augen ausgehackt wurden. Der Bauernverband fordert, die Rahmen regelmäßig zu bejahen. Während der Zoologe Alfred Brehm im 19. Jahrhundert noch schrieb, dass sich der Kolkrabe allen anderen Vögeln an Scheu übertrifft und es unglaublich sei, wie vorsichtig dieser Vogel sich verhalte, sprechen heutzutage vor allem Geschädigte davon, dass sich die Scheu der Raben in Dreistigkeit verwandelt habe. Aus der Vergötterung des Raben von einst wurde der unantastbare Naturschutz. Den zu hinterfragen, wird zugleich mit dem Wunsch nach Ausrottung gleichgesetzt. Das weisen wir zurück. Wir fordern einen Umgang mit Raben, Kormoran, Wolf, Biber und Nandu, der differenzierend Mensch und Tier gerecht wird. Wir wollen auch den guten Erhaltungsstand des Kolkrabens sichern. Diese Vögel würden aber auf einen geringen Umfang reduziert werden. Die einseitige Betrachtungsweise der Regierungsparteien stützt sich darauf, dass die Ornithologen und der Naturschutzbund Deutschlands am strengen Schutz festhalten. Man ist hier der Ansicht, dass lediglich schwache, ohnehin nicht lebensfähige Jungtiere dem Rahmen zum Opfer fallen und er nur seiner Aufgabe als Gesundheitspolizist nachkommen würde. Diese Märchen kennen wir bereits aus allen Stellungnahmen zur Wiederansiedlung des Wolfes, zu der man behauptete, er verbliebe im Wald und würde nur gelegentlich ein Schaf reißen. Heute wissen wir, dass auch die Wölfe und Raben nicht an Dreistigkeit zu überbieten sind. Der Kolkrabe steht zwar im Jagdregister,
darf aber nicht bejagt werden. Um diesen Umstand entgegenzuwirken, muss er zeitweise zur Jagd freigegeben werden. Um den Kolkraben zu bejagen, muss die Landesregierung sich über den Bundesrat dafür einsetzen, dass die Bundesregierung sich in den europäischen Gremien dafür einsetzt, dass der Kolkraben in Anlage 2 der Vogelschutzrichtlinie aufgenommen wird. Die Hilferufe der Weidevierhalter sollten nicht ungehört bleiben. Letztlich will unsere Bevölkerung weiterhin ein gesundes Lebensmittel erhalten. Die Lebensmittel, die aus China eingeführt werden, entsprechen nicht unseren Lebensmittelstandards. Auch nicht die Lebensmittel aus der Bioproduktion, die aus China kommen. Die Lebensmittel, die unsere Landwirte produzieren, sind in der Welt die gesündesten. Schon aus diesem Grund, der nicht der alleinige ist, sollte der Hilferuf der Weidetierhalter nicht ungehört verhallen. Hier vermissen wir schon seit langem eine umfangreiche Unterstützung. Und dazu zählt nicht nur die Fragen rund um die Eindämmung der Schäden durch Wolf Kolkrabbe, sondern auch die Förderung der Mutterkuh- und Mutterschafhaltung. Und im Übrigen auch ein drastischer Bürokratieabbau, den immer wieder Weidetierhalter und auch unsere Bauern kritisieren. Die Weidetierhaltung ist an sich gefährdet, wenn immer mehr Weidetierhalter aufgeben müssen, weil die Schäden überhand nehmen und der Betrieb nicht mehr rentabel betrieben werden kann oder durch einen immensen Bürokratieaufwand für die Erlangung von Schadenersatz die Motivation verloren geht. Auch der Anblick der gerissenen Tiere trägt nicht zur Freude am Beruf der Weidetierhaltung bei. Das bedeutet für Sie, Herr Minister, dass Sie endlich die Sachen Ausgewogenheit zwischen Naturschutz und Belangen der Landwirtschaft das Bein von der Bremse auf das Gaspedal verlagern müssen, zum Vorteil der Weidevierhalter und Verbraucher. Dankeschön.